Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder da zum Sonntagsgespräch, nachdem wir uns jetzt teilweise in den letzten Wochen unseren Status Mensch zweiter Klasse verdient haben. Und bald aber nur teilweise. Nur teilweise. Ich bleibe weiterhin dritte Klasse. Mensch dritter Klasse. Ich bin jetzt Mensch zweiter Klasse. Ich darf jetzt ins Museum und hoffentlich ins Schwimmbad, wenn es wieder aufmacht. Gaststätte auch wieder, wobei ich mir vorgenommen habe, ich gehe nur in die Gaststätten, wo ich auch als Mensch dritter Klasse schon was zu essen gekriegt habe. Die gibt es ja zum Glück auch genug und die anderen sollte man auch nicht unterstützen. Ja, heute nochmal vor unseren schönen sächsischen Wappen, die man uns ja verbieten möchte. Man ist in dem Fall ein falscher König, der auch gar nicht König sein will. Ja, scheint ein bisschen gekränkt zu sein und vor allem scheint es ihn selber gar nicht so sehr erst gestört zu haben, sondern er wurde ja mehrfach darauf hingewiesen. Dem war es egal, er hat in der Bild-Zeitung dann selber eingeräumt. Er wurde darauf angesprochen von Journalisten. Also. Naja, und jetzt prüft er rechtliche Schritte, das Logo uns zu untersagen. Unserer Einschätzung sieht es da eher schlecht für ihn aus. Mal gucken, ne? Er versucht es jetzt auf verschiedenen Wegen, auf Patentrecht, Markenrecht. Das ist alles ein schwieriges Gebiet, haben wir schon den Experten konsultiert. Ja, mal gucken, ne? Ansonsten müssen wir uns dann, weiß nicht, was wir uns dann einfallen lassen. Da werden wir uns ja was einfallen lassen, ja, weil... Gibt es viele andere schöne Dinge, wir wissen ja trotzdem, dass wir Sachsen sind. Weil es geht ja um die Sache und nicht um das Logo. Richtig, richtig. Das. Ja. Gut, außerdem wollen wir uns heute noch mit dem Dossier befassen. Die Freien Sachsen. Dossier. Ganz toll. Wir sind ja jetzt unvereinbar. Womit? Mit der AfD. Und das hat man hier also seitenweise begründet und das ist doch ganz spannend. Und außerdem die Impfpflicht. Was machen wir damit? Der Herr Kretschmer will jetzt auch keine mehr durchsetzen. Er möchte sie nicht durchsetzen. Das ist der springende Punkt. Also er sagt ja nicht, dass er sie nicht möchte, sondern er sagt ja nur, dass er sie nicht durchsetzen möchte. Das hat so einen scheinheiligen Beigeschmack von, naja, jetzt gerade klappt das nicht, aber in 3-4 Wochen oder in 2 Monaten oder in einem halben Jahr, aber er wird es noch durchsetzen wollen. Wenn er ehrlich wäre, würde er auftreten, über Bundesrat eine Initiative starten, das Gesetz wieder zu kippen. Das wäre der richtige Weg. Aber nicht durchsetzen, das heißt, das Gesetz bleibt in der Schublade. Und wenn uns mal danach ist, weil vielleicht gerade nicht mehr so viele Leute spazieren gehen, dann machen wir die Schublade auf und dann ist es wieder da. Nein, ich habe auch jetzt heute gelesen, dass der Bürgermeister von Chemnitz, der Herr Sven Schulze, auch bereits schon die Vorkehrungen dafür trifft, die Impfpflicht durchzusetzen. Also er macht's, ja. Also selbst wenn der Kretschmer jetzt dann sagt, okay, das bleibt erstmal ruhen, werden zumindest die Vorkehrungen dafür schon getroffen, dass wenn Kretschmer sagt, jetzt geht's los, dass dann aussortiert wird. Das muss wahrscheinlich Kretschmer nicht mal sagen. Das ist ja ein Bundesgesetz und die Kommunen setzen es durch. Eigentlich ist es völlig egal, was Kretschmer dazu sagt. Also jetzt mal so gesprochen. Wenn man es von der Seite sieht, ja. Von daher ist es wirklich nur... Das, was er gerne anderen vorwirft, nämlich Populismus. Er verspricht irgendwas und in dem Fall was, womit er gar nichts zu tun hat. Das ist wie wenn ich verspreche, dass morgen die Sonne scheint. Kann gar nichts dafür tun, ob sie scheint oder nicht. Und er kann nichts dafür tun, ob die Kommunen ein Bundesgesetz umsetzen, was die Kommunen verpflichtet und nicht die Länder. Also wenn das die Länder verpflichten würde, irgendwas zu tun und er sagt, mache ich nicht. Hätte er übrigens mal machen können, als diese ganzen Corona-Regeln erfunden wurden und die Länder das alles freiwillig mitgemacht haben. Die er selber noch freiwillig miterfunden richtig, hat. Also richtig. Ist ja. Da ist ja immer dann der Scharfmacher noch gewesen. Da hätte er mal sagen können, also Sachsen macht das mal nicht mit. Da hätte er sogar das Recht dazu gehabt. Aber hier in der Frage, wo Sachsen überhaupt nichts zu melden hat, weil ein Bundesgesetz und die Kommunen müssen es umsetzen, da kann man schon mal den Mund aufmachen. Das ist spannend. Machen ja jetzt auch viele Bürgermeister und Landräte mit dem Unterschied, die haben ja wirklich Einfluss drauf, was ihre Behörden machen. Genau, wenn der... Jetzt nicht. Wir haben dann den 150-prozentigen und ganz lustig, hatten am Freitag im Gericht, da war ich angeklagt im Stadtrat
mein Mund-Nasen-Schutz damals nicht ordnungsgemäß getragen zu haben und sollte 250 Euro Strafe zahlen. Aber Herr Schulze da als Zeuge. Kam sogar persönlich. Persönlich, hat noch so eine graue Eminenz, der immer mit ihm den Raum betrat und auch immer mit ihm wieder rausging. Hätte ganz da drin sitzen bleiben können als Zuschauer. Nee, war immer so der... Das Schoßhündchen. Weiß nicht was. Oder der Führungsoffizier. Keine Ahnung. Hat sich nicht vorgestellt. Also jedenfalls, der hat dann gesagt, also, dass ich das Ding immer mal nicht ordnungsgemäß getragen hat. Und er, ja, habe ihn gefragt und hat ein System. Nö, also er hat ja immer das Wort als Oberbürgermeister und deswegen muss man eigentlich nicht tragen. Hat es trotzdem manchmal aufgehabt, so das gehst du zum Willens. Ne? Das ist immer so. Das ist schon nett von ihm. Die einen müssen, die anderen dürfen. Und sollen. Hat aber wieder mal einen Beweis, dass es sich doch lohnt, gegen den allergrößten Unsinn vorzugehen. Bin zwar nicht ungeschoren davon gekommen, aber ich muss nur 50 Euro zahlen. Und 50 statt 250 ist schon ein Unterschied. Also hat man 200 für sich wieder. Ein bisschen Gerichtskosten kommen noch dazu. 30, 50 Gerichtskosten, ich weiß nicht, wie das in Ruhi-Sachen sind, so genau. Sind es trotzdem dann. Ist trotzdem noch ordentlich gespart, ja. Also Einspruch einlegen gegen alle blöden Corona-Bescheide. Ja, und das Gefährliche, haben wir schon gesagt, an so einer nicht durchgesetzten Impfpflicht ist, er kann sie nicht nur irgendwann durchsetzen, oder er gar nicht, aber die, die jetzt sagen, sie setzen sie nicht durch in den Kommunen, die können sie irgendwann später durchsetzen oder sie können sie so scheibchenweise durchsetzen. Was nämlich bleibt und auch jetzt noch niemand gesagt hat, dass er es ignorieren wird, ist, dass neu eingestellte Pflegekräfte oder Krankenhausmitarbeiter, für die gilt das jetzt schon. Das ist jetzt noch der Bestandsschutz für... Und vor allem kann das ja auch willkürlich eingesetzt werden, das muss man ja auch sagen. Also wenn ein Mitarbeiter, der jetzt nicht geimpft ist, dann noch ein bisschen... Auf Demos geht? Auf Demos geht zum Beispiel oder... Weil er in Sachsen mitmacht. Oder ein falsches Wort mal irgendwo gesagt hat, dann kann der ja per se einfach auch zack... Dann ist da für den mal Schluss, weil er nicht geimpft ist. Und er hätte nicht mal eine Möglichkeit, so wirklich was dagegen zu machen. Er könnte zwar arbeitsrechtlich dagegen vorgehen, aber du bist der Jurist. Kann auch nicht sagen, ja, aber die werden doch auch nicht entlassen. Da gibt es einen schönen Spruch, der eigentlich überhaupt nicht schön ist, sondern ziemlich frech, den man aber vor Gericht oft hört. Ja, es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht. Sprich, wenn der andere zu Unrecht einen nicht rausschmeißt, hast du noch nicht das Recht, dass du auch nicht rausgeschmissen wirst. Ist eigentlich ein ganz großer Unsinn, ist aber irgendein Rechtsprinzip, was hier ständig angewandt wird. Tja, und jetzt stellt sich die Frage, was macht man dann am Ende damit, mit dieser, ich sag's mal, Halbimpfpflicht? Also die Impfpflicht an sich ist ja da, aber sie möge zurzeit noch nicht umgesetzt werden. Ja. Was macht man jetzt damit, ist die Frage am Ende nicht. Wir müssen auf alle Fälle weiter protestieren, weil diese halb in der Luft hängende Situation geht genauso wenig wie das, was wir vorher hatten. Bei mir blinkt es schon wieder, sehe ich. Jetzt blinkt es nicht mehr, das heißt, ihr hört mich nicht. Oder ihr hört mich komisch, jetzt blinkt es nicht mehr. Jetzt blinkt es wieder. Mensch, was ist hier los? Das kann auch der Akku sein, der Akku ist leicht, voll. Der ist noch voll. Ja. Also wir müssen quasi an unserer Technik nochmal nach. Technik, ganz wichtiger Stichpunkt. Jetzt kommen wir zu den Freien Sachsen. Das Dossier. Das Dossier. So, die AfD hat uns nicht einfach nur kurz mal unvereinbar erklärt, wie sie das schon mit sehr vielen anderen gemacht hat. Die Liste hat ja viele Seiten. Sehr, sehr viele Seiten. Von Organisationen, die mit der AfD unvereinbar sind. Wir sind es jetzt auch, ganz neu. So wie wir hier sitzen, sogar doppelt unvereinbar. Doppelt unvereinbar, pro Chemnitz und Freisachsen. Wir sind also beide unvereinbar. Und da haben sie sich ganz viel Mühe gegeben und ein was ist auch über den Sachsenversand, dass nämlich da drüber die Finanzierung läuft. Übrigens, ganz gut, erstens, die Freien Sachsen, eine Sammlungsbewegung ist die Überschrift. Das ist doch schon mal schön, das entspricht auch den Tatsachen, wir sind eine Sammlungsbewegung, das heißt, wir sammeln alle ein, die mit uns für eine größere Freiheit des Einzelnen und für eine größere Freiheit von unserem Sachsen eintreten wollen. Eine Sammlungsbewegung, anders als eine Partei, wir sind quasi eine Antipartei. So, eine Sammlungsbewegung.
Organisationsstruktur und so weiter. Ganz viel mit. Interessant wird ganz viel zitiert aus der Presse, die AfD eigentlich sonst auch nicht leiden kann. Aber wenn es gerade in den Kram passt, dann nutzt man sie. Dann doch. Hier wird die freie Presse aus Chemnitz. Moment, da steht kurz nach Gründung. Hier wird die FAZ. Das hat die Partei mit NPD-Kadern gegründet. Wisst ihr was? Bei unserer Gründung mit 60 Leuten oder so war genau ein Mensch dabei, der in der NPD ist. Klingt ganz schön schlimm, wenn man dann schreibt, mit NPD-Kadern gegründet. Also kann man ja quasi sagen, der überwiegende Teil der Partei besteht aus NPD-Kadern. Wenn einer von 60 Mann in der NPD war, ist, und dann ist das mit NPD-Kadern. Klingt ein bisschen martialisch. Noch Kader vor allem. Vielleicht war es eine Katze. Nee, war ein Kader. Also, und ja. Auch der AfD sagen wir, deutlich mehr AfD-Mitglieder, die bei uns Mitglieder sind, als NPD-Mitglieder. Also sind wir aber quasi eine. Haben sie irgendwie nicht erwähnt in ihrem Dossier. Aber quasi können wir ja sagen, dann, wir sind dann eher eine AfD-Kaderpartei. Also, ja, mit AfD-Kadern. Ja, jeder, der in der AfD quasi nicht die politische Heimat gefunden hat, die er zu wünschen gehofft hat, hat die Möglichkeit in unserer Kaderschmiede. Richtig. Also alle AfD-Kader und Katzen, herzlich willkommen zu uns. Ja. Dann sind wir auch eine Partei mit noch mehr AfD-Kadern. Ja, und da kommt dann gleich der Punkt Finanzierung. Die Freien Sachsen verlinken auf ihrer Homepage den Sachsenversand, wo man Aufkleber, Banner, Fahnen, Kleidung, Tassen und dergleichen anbietet. Da spricht schon ein bisschen der Neid, oder? Nur weil die nicht in der Lage sind mit Millionenbeträgen. Ach, doch, guck, die hatten den Goldhandel. Hatten Goldhandel. Ah. Die hatten mit Gold gehandelt. Ja. Genau. Also der Finanzierung mit Gold. Höher als wir. Goldhandel. Aber wir haben auch Gold im Sortiment. Silber und Gold im Sortiment. Ja. Die Goldmünzen. Schönen Münzen, genau. Also an dieser Stelle bitte den Sachsenversand nicht vergessen. www.sachsenversand.shop. Ja. Jawohl. Also wenn ihr uns dort unterstützen möchtet. Oder einfach nur schöne Dinge sucht. Ja. Wie ihr seht, Aufkleber, Banner, Fahnen, Begleitung, Tassen und dergleichen. Kaffee nicht zu vergessen. Unseren eigenen, sondergerösteten Freie Sachsen-Kaffee aus Döbeln. In Döbeln geröstet, in Indonesien gewachsen. Also diese ganzen schönen Dinge gibt es da zu kaufen. Und dann steht da auch, die Erlöse kommen gewiss der Finanzierung der Freien Sachsen zugute. Hm. Gewiss hat die AfD damit recht. Also keiner von uns wird reich durch diesen Versand. Wir kriegen da leider gar nichts davon. Der Mann, der das Zeug zusammenpackt und zu euch schickt, der kriegt Geld dafür, dass er das macht. Aber ist ja logisch, das ist ja auch quasi seine Arbeit. Also der hat quasi den ganzen Tag damit zu tun, genau, die Pakete zu verpacken. Also hat er noch mehr zu tun. Ja. Und damit wir uns hier, wir haben ja ständig gerade Ärger mit unserer Technik, brauchen wir mal wieder Nachrüstung. Genau das wird dann davon bezahlt. Von dem, was der Sachsenversand abwirft. Also das haben sie gut erkannt. Das stimmt also. Dann kommen sie zur Programmatik. Auch das ist eigentlich alles gut. Das werden wir dann später nochmal beleuchten. Und dann kommt aber was gar nicht geht. Und das ist der Punkt 2. Die Freien Sachsen und der Rechtsextremismus. Klingt wieder so schön blöd. Also der Verfassungsschutz wedelt sonst immer mit der Keule gegenüber der AfD. Und die AfD hat sich jetzt die Keule zu eigen genommen und wedelt jetzt mit der Keule zu anderen. Ja, und das ist ein frühkindlicher Reflex. Wenn der Kinder hat, der weiß das. Wenn er sagt, oh, du bist doch dumm. Nein, du bist dumm. Also man das Gleiche weiter, wenn die AfD, wenn die sagen, oh, ihr seid rechtsextrem. Nein, wir nicht, aber die sind rechtsextrem. Also man nimmt die Rhetorik des Gegners auf und verwendet sie selber auf andere Leute, von denen man meint, dass man, naja, wenn wir die ordentlich ausgrenzen, dann werden wir nicht mehr ausgegrenzt. Das ist aber falsch, der Gedanke. Denn wer ausgrenzt, wird auch ausgegrenzt. Ja? Und wir grenzen niemanden aus. Niemanden aus.
Ganz egal, uns ist das recht. Wir sind ja manchmal sogar selber erstaunt, wer dann mittlerweile den Weg zu uns findet. Da sind Leute, die waren vorher mal bei den Grünen. Das sind Leute dabei, die waren noch nie politisch aktiv. Die allermeisten übrigens. Die allermeisten übrigens. Das sind Leute dabei, die waren bei der AfD, bei der NPD. Das spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle. Doppelmitglieder. Also es zeigt wirklich, wir machen das, wofür wir angetreten sind, alle vereinen und das tut den Leuten auch sichtlich gut, merkt man. Richtig, weil die haben die Nase voll davon. War eigentlich das Erfolgsrezept, was wir 2018 dann mal uns gegeben haben, schon als Pro Chemnitz, dass wir sagen, wir distanzieren uns nicht von Leuten. Wenn jemand was Komisches sagt, dann kann man auch sagen, das ist komisch, das teilen wir nicht, das steht unseren Ideen, Idealen entgegen. Aber wir schließen deswegen den Menschen nicht aus. Wenn er natürlich ständig komische Dinge sagt, dann sagen wir ihm, ist bei uns vielleicht nicht ganz richtig. Aber von vornherein Leute, bloß weil es mal vor ein paar Jahren irgendwo Mitglied waren, stellt euch mal vor, jemand ist, weil es die AfD und uns und alles noch nicht gab, in Sachsen politisch aktiv geworden. Hat gesehen, also CDU, das ist ja überhaupt alles falsch, was die machen, SPD erst recht und so weiter. Wo ist denn der hingegangen, wenn nicht zur NPD vor 20 Jahren zum Beispiel? Vielleicht sollte man das einfach auch auf dem Sport ummünzen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, der eine Spieler spielt in der ersten Saison bei Wismut Aue, schießt gegen den Chemnitzer FC ein Tor. Da wird hier in Chemnitz niemand davon begeistert gewesen sein. Und wenn er in der nächsten Saison für Chemnitz spielt und ein Tor gegen Wismut Aue schießt, dann freuen sich die Leute ja auch hier. Also der Mensch an sich ist ja nicht schlecht, nur weil seine Handlung dann in dem Moment den Leuten vielleicht mal nicht gefallen hat. Ja, richtig. Also außer er schießt Tore gegen Aue, das ist schon schlecht. Aber das ist jetzt aber deine... Nicht als Mensch, ne? Ist dann falsch eingesetzt. Nee, falsch eingesetzt. Muss er auch gemacht werden. Wird ja sonst langweilig, Fußballspiel. So, aber dann wird es wirklich pervers, möchte ich schon sagen. Man hat ja 1:1 die Machart des Verfassungsschutzes übernommen. Und der Antifa. Auch die Formulierungen. Also, wenn das Ding so wie es ist, nicht mal sogar komplett vom Verfassungsschutz zugearbeitet worden ist. Also diese These möchte ich jetzt mal in den Raum stellen. So wie ja einzelne Leute aufgeführt werden, durchleuchtet, was machen die so, was haben die früher gemacht, waren. Auch wenn man das Inhaltsverzeichnis sich dann so anguckt, nicht? Also es ist schon, hat einen starken Aufbau vom Verfassungsschutzbericht oder wie wir es mal in Chemnitz hatten, dieses Wachsam in Chemnitz, ja, diese Antifa-Broschüre von der Gewerkschaft. Und dann werden die angeblichen Organisationen, die da hier mitwirken bei uns und von denen wir Beiträge teilen sogar, steht ja, oh, wir teilen regelmäßig Beiträge des Telegram-Kanals Leisnig Info und das sind also ganz böse Siedler, also das sind... Nicht das Spiel, sondern Menschen, die sich... Nicht die Siedler von Katan, sondern die Siedler von Leisnig, das sind überwiegend Leute, die aus dem Westen gekommen sind, gesagt haben, bei uns da drüben, da ist Hopfen und Malz verloren. In Sachsen ist die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung. Da ziehen wir jetzt mal alle hin, haben sich da Bauernhöfe überwiegend... Genau, die machen da ganz löbliche Projekte, finde ich, nicht? Selbstversorgung, Landwirtschaft, die helfen sich dort gegenseitig. Ja, eine schöne Sache. Und weil sie eben wegen der Freiheit nach Sachsen gekommen sind, bei mir blinkt es schon wieder. Ja, jetzt nicht mehr. Wir haben zu wenig bestellt, wir können auch keine neue Technik kaufen. Ja. Weil sie in die Freiheit wollen sind und deswegen nach Sachsen gekommen sind, sind sie bei den Freien Sachsen natürlich willkommen und hier blinkt es schon wieder. Meine Güte, was ist denn hier los? Ach, jetzt nicht mehr. Aber jetzt schon gleich wieder. Das Gerät ist nicht mehr gut. Es liegt am Gerät. Also, brauchen wir ein neues Gerät. Bitte bestellt Sachsen-Kaffee, damit wir neues Gerät kaufen können. Also. Das klingt ja heute schon ein bisschen wie eine Werbesendung. Ja, eine Dauerwerbesendung, weil das klingt schon wieder, meine Güte. Wollen wir mein Mikro teilen? Ein Mikro in die Mitte legen und uns, oder wir reichen uns das immer so rüber und rüber, weil das wird jetzt halt nicht mehr. Ich bin es wieder nicht mehr. Ja. Also Leute, es klingt mehr Sachsen-Kaffee, damit es bei uns nicht mehr klingt. Ja, wir können uns auch dieses Mikro hier hin und her reichen. Da können wir so nicht mehr reinquatschen. Es wird ja oft kritisiert, dass
dass ich zu viel den Leuten reinquatsche. Wenn er das Mikro hat, kann ich reinquatschen, wie ich will. Das hört er einfach gar nicht. Ja, das stimmt. Also, jetzt funktioniert es ja gerade wieder und ich halte das Mikrofon. Also die völkischen Siedler leisten nicht. Sind wegen zum dritten Mal jetzt, ja, jetzt hört es Doppelstereo, quasi Doppelstereo. Wir sind wegen der Freiheit nach Sachsen gekommen, mögen deswegen die Freien Sachsen und wir mögen, wenn sie was Schönes schreiben, und dann teilen wir das. Und das wird dann auch hier aufgeführt. Drum ist das schon eine Organisation, die mit eigenem Unterpunkt quasi hier erklärt wird. Dann haben wir alle anderen Bösewichte dieser Welt, die dann hier aufgezogen werden. Und dann, lustig, drittens ist dann der große Punkt: Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ja, liebe AfD, das droht euch wohl auch noch. Ja, die denken natürlich, die können das umgehen, indem sie, mit den ganz Bösen haben nichts zu tun. Naja, wir haben halt einfach auch einen Vorteil gegenüber der AfD. Das muss man halt auch mal klipp und klar sagen. Wir haben von Anfang an gesagt, das, was die sagen, ist uns scheißegal. Richtig. Und der Verfassungsschutz ist natürlich also nicht, was die AfD sagt, sondern was der Verfassungsschutz sagt. Genau, also was die AfD sagt, ist uns nicht ganz egal. Also das, was hier drin steht, ist... Wenn AfD-Leute gute Dinge sagen, dann teilen wir das auch auf unseren Kanälen. Das wollen sie aber auch nicht. Das gefällt ihnen auch wieder nicht. Aber es gefällt ihnen auch nicht, wenn sie nicht erwähnt werden. Also nicht erwähnt, wir haben jetzt eine schwierige Sache. Wenn wir gute Sachen von guten AfD-Leuten teilen, dann findet die AfD das schlecht und gefährlich. Und wenn wir Aktionen der AfD nicht teilen, dann beschweren sich gerade unsere Erzgebirgs-AfD-Repräsentanten regelmäßig: Oh, wir haben hier sowas Tolles gemacht und ihr berichtet gar nicht drüber. Ja, wir haben zwei Schilder am Straßenrand gehalten und... Genau, und ihr schreibt gar nicht drüber, Mensch. Das ist, also wir wissen, obwohl wir auch hier klipp und klar sagen können, wie gesagt, wir wollen ja auch kein AfD-Bashing betreiben. Wenn jemand dort was Gutes macht, dann wird das auch lobend bei uns erwähnt, weil uns geht es um die Sache. Hier ist nicht viel Lobendes drin. Problematisch ist die Tatsache, dass die Freien Sachsen auf ihrem Kanal nicht nur Inhalte ausgewiesener Rechtsextremer teilen, sondern auch Beiträge von AfD-Vertretern wie Jonas Dünsel oder Jörg Dornau. Das sind tatsächlich zwei, die ziemlich oft sinnvolle Dinge sagen. Das teilen wir dann auch relativ oft. Wir teilen aber auch Dinge, wenn der Herr Chrupalla was Sinnvolles sagt. Haben wir auch schon oft darüber berichtet. Also, so ist das ja nicht. So, sofern die Botschaft des jeweiligen Beitrags zum Narrativ der Freien Sachsen passt. Schon Narrativ, so typische, so eine Pseudo-Geheimdienst-Kultursprache. Na gut. Also, wenn das zu unserem Narrativ passt, dann teilen wir das. Auf Deutsch gesagt, wenn es uns gefällt. Wer macht das nicht am Ende? Warum sollen wir Dinge teilen, die uns nicht gefallen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das macht die Bild ja auch nicht. Eine Vereinnahmung durch die Freien Sachsen ist grundsätzlich nicht zu verhindern. Okay, gut. Die Aufnahme in die Unvereinbarkeitsliste der AfD wäre jedoch auch formal ein konsequenter Schritt, dies abzuwehren. Nein. Wir werden weiterhin berichten, wenn ein AfD-Vertreter was Schönes sagt oder fordert oder einen Gesetzentwurf einreicht. Vor allem können Sie es ja auch gar nicht verhindern. Also wenn wir jemanden bewerben möchten, dann machen wir das halt einfach. Da brauchen wir keinen um Erlaubnis fragen. Und vor allem würden wir gerne drüber berichten, wenn die AfD im Landtag endlich den Untersuchungsausschuss zur Polizeigewalt beantragen würde. Das wäre unser Lieblingsthema für die nächsten Wochen. Ich habe da mal ein Gespräch gehabt mit einem AfD-Vertreter. Er meinte, das wäre zeitlich nicht machbar. Aber jetzt weiß ich auch, warum das zeitlich nicht schaffbar ist. Man muss sich mit wichtigeren Dingen beschäftigen, als dass Bürger auf der Straße verprügelt werden. Oh, was hast denn du Feines heute mitgebracht? Altenburger Kreuzbär. Oh, also quasi das bald wieder eingemeindete Örtchen Altenburg, ja, stellt unsere demokratisch erworbenen Besitzansprüche an Altenburg nochmal feiern und natürlich den Untersuchungsausschuss, ja, gegen Polizeigewalt, der hoffentlich bald kommt. Lecker, wir wollen heute mal was Süßeres, das ist was Tolles. Ja, nochmal zu Altenburg, wir haben es schon mal gesagt. Formal war Sachsen-Altenburg ein eigener Staat, gibt es nicht mehr, ist auch erloschen. Was es aber gab, ist: Unmittelbar zur Wende 1990 gab es eine Volksabstimmung, wo Altenburg und Umland und Schmölln und so weiter hin möchte. Und die klare Mehrheit hat gesagt, Sachsen. Und die Bürokraten und Demokraten haben dann gesagt, Volksabstimmung ist in der Demokratie scheißegal,
er kommt jetzt zu Thüringen. So, deswegen bestehen wir immer mal ein bisschen drauf, dass Altenburg schon zu Sachsen sollte. Ja. Obwohl ich prinzipiell nicht zwingend immer für Volksabstimmung bin. Also wenn ich mir jetzt nur vorstelle, dass es eine Volksabstimmung gäbe für die Impfpflicht und dabei rauskäme, dass man das tun muss, ja. Das hätte sein Beigeschmäckel. Da hast du völlig recht. Ne? Also wenn eine Volksabstimmung in die Freiheit von anderen Leuten eingreift, dann kann ich das natürlich nicht. Wenn wir jetzt drüber abstimmen, dass Paul Müller aufgehängt wird, dann ist das nicht in Ordnung. Bloß weil eine Mehrheit vielleicht dafür stimmt. Und genauso wäre das mit einer Impfpflicht. Das wäre nicht gut, bloß weil es demokratisch legitimiert ist. Quatsch. Aber so eine formale Sache, wie zu welchem Land möchte so eine Region gehören oder sowas, wie will man das anders bestimmen, als indem man die Mehrheit der Leute fragt, wie sie das gerne hätten. Also insofern, bei solchen Punkten, denke ich, ist das schon eine sinnvolle Sache. Ja, und vor allem wäre das mal eine sinnvolle Sache, das in Sachsen zu machen, weil ich denke, wir wären mit diesem ganzen Corona-Thema besser bedient gewesen, hätten wir mehr Autonomie, mehr Eigenständigkeit gehabt, hätten unsere Sache selbst bestimmt. Natürlich nicht von dem Wasser, was jetzt an der Macht sitzt, sondern von Leuten, die tatsächlich gutes Interesse an Sachsen haben, ja. Weil gerade in der Zeit hat sich jetzt gezeigt, warum wurden noch mehr Kompetenzen nach Berlin gegeben, anstatt in so schwierigen Situationen Berlin zu sagen, passt mal auf, ihr habt eh keine Zeit für uns, wir machen es alleine. Ja. So, und dann kommt aber noch was hier drinne, das möchten wir euch garantiert nicht vorenthalten. Die AfD hat was dagegen, dass wir die Regierung delegitimieren. Also, es reicht also nach der AfD-Logik, und das geht hier klar hervor, ist das gerade nicht schön, was die Regierung macht. Die sind falsch beraten worden oder sind ein bisschen dumm, wollen eigentlich das Gute. Ne? Also das meint die AfD, die wollen eigentlich das Gute für uns alle. Die Regierung macht es gerade ein bisschen ungeschickt und falsch. Ja. Das ist quasi AfD-Logik. Unsere sagt, nein, das ist böse, was die Regierung macht. Da steckt nichts Gutes dahinter, steckt auch kein guter Wille dahinter. Und dass sie das mal so genau auseinandernehmen, was eigentlich der Unterschied zwischen deren Position und unserer Position ist, da können wir schon fast Danke dafür sagen. Denn die AfD muss mal diesen Unterschied schon zu uns äußern. Hier schreiben sie, es ist völlig legitim, für das Recht auf individuelle Impfentscheidung einzutreten. Ach so, ist legitim also. So, seine Formulierungen lassen jedoch den Verdacht aufkommen, also meine in dem Falle, die Impfungen seien Teil einer Regierungsstrategie mit dem Ziel, den Bürgern Schaden zuzufügen. Ja, so sehen wir das. Ja. Ja, haben sie gut auf den Punkt gebracht. Es ist bekannt, was die Impfung für Nebenwirkungen hat. Es ist bekannt, dass davon Leute sterben. Es ist davon bekannt, dass davon Leute blind werden. Und zwar nicht mal einer in der ganzen Welt, sondern wirklich reihenweise. Das heißt natürlich jetzt nicht jeder Dritte. Das wird immer so, ja, nur Einzelfälle. Aber wenn man schon selber mehrere Leute kennt oder von Bekannten weiß, wo Angehörige erblindet sind, dann ist das kein Einzelfall. Also für ein Medikament sind das häufige Nebenwirkungen, was hier eintritt. Wer eine solche Impfung den Leuten mit Zwang und Druck injizieren will, der möchte Menschen töten. So klar muss man das sagen. Der nimmt das in Kauf, dass Menschen davon sterben. Und das ist nicht ein kleiner Irrtum und die wollen eigentlich das Gute. Nein, das ist böse. Na und vor allem muss man ja klipp und klar sagen, die fehlende Entscheidung ist dort ja eine Katastrophe, um es mal so zu sagen. Nicht? Also bei jedem anderen Medikament kann ich immer entscheiden, möchte ich nicht. Und genauso soll es hier auch bleiben. Und da kann auch nicht das Argument ziehen, das Gesundheitswesen ist dann überfordert und dann sind die Leute im Krankenhaus und man kommt jetzt auf die tollsten Ideen und sagt, naja, da müssen die Beiträge erhöht werden. Beiträge erhöht werden? Warum denn das? Ich gehe doch jetzt auch nicht zu jemandem, der raucht und sagt, hast du schon hier ein bisschen mehr
bezahlt, weil jährlich sterben mindestens genauso viele Menschen wie an oder mit Corona am Rauchen. An oder mit Zigaretten. So, oder dicke Menschen, deutlich dicke Menschen. Habt ihr schon mal die Frage gestellt, ob McDonald's vielleicht eine Strafabfuhr anzahlen sollte, weil McDonald's ja sichtlich dick machen kann? Also das ist ja alles völliger Quatsch und genauso ist es hier in dem Fall auch. Es soll jedem seine Selbstentscheidung sein, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und der das machen möchte, der für sich entscheidet, das tut ihm gut, der soll das auch gerne tun. Also ich würde niemandem sagen, du darfst das nicht, das ist seine eigene Entscheidung. Tja, und genauso soll es auch meine Entscheidung oder deine Entscheidung sein, ob du das weiter tun möchtest. Richtig. Die verständliche Wut der Bürger auf die oft unsinnigen Corona-Maßnahmen. Also, die sind nicht, um uns zu ärgern, sind nur unsinnig. Also, die AfD verharmlost das Ganze ein bisschen aus meiner Sicht. Wird von Kohlmann in militanter Sprache, ich habe nie gesagt, dass die Leute hier irgendwie die Waffen in die Hand nehmen sollen, aber militante Sprache, in eine fundamentale Ablehnung des Staates an sich gemünzt. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt. Jawohl, diese Corona-Maßnahmen sind nicht das Problem, sie sind nur ein Symptom des Problems. Das Problem an sich ist, dass ein Behördenapparat die Macht hat, mit uns sowas zu tun. Und da muss man das Gesamte dahinter hinterfragen. Und dann kann man nicht sagen, also die Kritik an den Maßnahmen, die ist zum Teil berechtigt und so. Ja, aber es reicht uns nicht, wenn wir nur sagen, die Maßnahmen sind nicht ganz in Ordnung, unsinnig zum Teil. Nein, sie sind falsch und das ist was anderes als unsinnig. Und die sind deswegen falsch, auch, also oder anders. Es kann zu solchen falschen Maßnahmen kommen, weil Menschen Macht haben, die ihnen nicht zusteht. Und demzufolge müssen wir schon mal diesen ganzen Aufbau hier ein bisschen in Frage stellen. Und das ist das, was die AfD sich nicht traut, weil sie dann auch beobachtet wird. Wenn man selber sich als Teil des Systems versteht und System, wird immer jetzt so, seid ihr gegen alles Mögliche, des Parteiensystems, sage ich mal, des politischen, bisherigen politischen Systems, was wir ausdrücklich nicht tun, also stehen uns da nicht als Teil davon, dann steckt man drinne und kann es nicht so richtig objektiv beurteilen. Das sieht man daran an solchen Berichten zum Beispiel. Wenn man dagegen mal, wenn ich jetzt hier vor der Wand stehe und was mal, dann sehe ich nicht, wie das Gesamtbild aussieht. Da muss ich schon mal 3, 4, 5 Schritte zurücktreten und kann mir das dann angucken. Ach du Schreck, was du da unten gemalt hast, das passt ja gar nicht zu dem Ganzen. Und genauso muss man das mit diesem Staatsaufbau, mit der Demokratie machen. Man muss das auch mal ein bisschen von außen angucken und sagen, das Bild, muss denn das so aussehen? Und jetzt will ich mal nochmal eine These zu solchen Ausgrenzereien in den Raum werfen. Weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, die Demokratie bringt immer die Ausgrenzung mit sich. Sie behauptet immer, sie will für alle da sein, ist sie aber immer nicht. Demokratie ging ja los zur Französischen Revolution. Also ich meine jetzt nicht das, was die im alten Griechenland gemacht haben. Das hat ja mit dem heute überhaupt nichts zu tun. Da waren die freien Männer mit Grundbesitz, haben da die wichtigen Fragen entschieden. Also kann man überhaupt nicht mit dem Spiel heute vergleichen. Also nur der Begriff wurde da geklaut, weil das damals manchen Leuten sympathisch war. Mit der Französischen Revolution ging es los, dass man Leute, die anderer Meinung waren und die, so wie die neuen Regeln waren, nicht mitspielen wollten, einfach mal einen Kopf kürzer machte. Die erste demokratische Errungenschaft ist die Guillotine. Und so ist es im Prinzip weitergegangen. Die Demokratie hat immer mit sich gebracht, dass sie ganze Gruppen ausgrenzt. Auch jetzt wieder. Wir müssen uns davon distanzieren. Das sind keine, die mitspielen dürfen. Zu DDR-Zeiten, da brauchte man einen Klassenfeind. Und jetzt sagt bitte nicht, das war ja keine Demokratie. Doch, das war die Deutsche Demokratische Republik. Und vorher, da hatte man auch eine gewisse Gruppe, das waren die Bösewichte, die sind an allem schuld, die gehören nicht zur Volksgemeinschaft. Das war auch eine Demokratie. Die wurden demokratisch gewählt und der Oberste hat sich als Erzdemokrat bezeichnet. Und heute ist es wieder so, die Demokratie muss immer Gruppen definieren, die sie ausschließt. Ja, und vor allem, ich sehe auch persönlich den Fehler da drinne. Man muss sich doch nur mal vorstellen, wo bekommen denn die alle am Ende ihr Geld her? Das
ist ja, wenn ich bei Coca-Cola angestellt bin, werde ich draußen kaum rumlaufen und sagen, Coca-Cola ist scheiße. Das ist in den meisten Fällen wohl nicht der Fall. Und hier ist es genauso, ist zum Beispiel auch eine Sache, wofür wir einstehen. Die Politik sollte an der Stelle einfach kostenlos sein, wenn man das so bezeichnen kann. Also wenn überhaupt, kann man vielleicht mal ein Bahnticket oder sowas bekommen. Oder wenn man dort an dem Tag sitzt, mal eine Aufwandsentschädigung. Aber diese Summen, die dort laufen, das kann niemandem gut tun. Und vor allem, was passiert denn dann am Ende? Die sitzen dort das erste Jahr voller Überzeugung. Also ich möchte mal behaupten, ein Großteil von denen ist wirklich mit voller Überzeugung da rein. Die haben sich gedacht, jetzt bin ich hier und jetzt ändert sich was. Dann hat man so nach einem halben, dreiviertel Jahr festgestellt, ich bin hier, aber es ändert sich einfach nichts. Und jetzt sitze ich hier und es ändert sich was am Füllungszustand von Altenburger Kratzbär. Also quasi die Flasche wird leer und Martin wird voll. Nicht ganz leer, das schaffe ich jetzt nicht mehr, aber ein bisschen. Also die Flasche wird ein bisschen leerer und der Martin ein bisschen voller. Ja, aber du holst weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Und dann sind sie so ein halbes, dreiviertel Jahr im Parlament drinne, voller Enthusiasmus und stellen dann fest, ey, ich kann hier gar nichts bewegen und irgendwie klappt ja nichts. Und auch um meinen Kontostand. Der und dann gucken sie aber jeden Ersten aufs Konto und die Regierung, egal ob du sie leiden kannst oder nicht, überweist ja auch pünktlich. Mensch, was für ein Phänomen. Und dann passiert natürlich eins. Das Geld möchtest du ja auch weiterhin haben. Viele von denen hatten ja vorher nicht diese Vermögenssituation, um so zu sagen. Also ich sage mal, für die wenigsten ist der Landtag oder der Bundestag der soziale Abstieg. Für die meisten ist das ja der soziale Aufstieg vom gefühlt vom Tellerwäscher zum Millionär, könnte man ja sagen. Und dann passiert eins. Dann beschäftigen sie sich nicht mehr mit den eigentlichen Themen, um die sie gekämpft haben, sondern ab dann fangen sie nur noch drum zu kämpfen, ihre eigene Basis davon zu überzeugen, dass das, was sie machen, doch gut richtig und wichtig ist. Und dann kommen halt solche Sachen wie das hier zustande. Na, wir müssen uns von denen distanzieren, weil wenn wir uns von denen distanzieren, dann wird uns die CDU irgendwann lieb haben. Und wir würden ja gerne mit euch, aber wir können das doch nicht. Mensch, ihr habt dort einen zu scharfen Sprachgebrauch. Das stößt doch die Leute ab. Nee, so wie wir es machen, ist der richtige Weg. Klare Kante zeigen. Wem es gefällt, der kann bei uns gerne mitmachen. Wem es nicht gefällt, dem versuchen wir gern davon zu überzeugen, dass unsere Idee doch besser ist. Aber deswegen würden wir uns jetzt nicht so drehen, dass es dem anderen, dem es eigentlich nicht gefällt, dann auf einmal in Kram passt. Ja, ich glaub, meine Lampe leuchtet wieder. Ich kann wieder selber reden. Das ist plötzlich. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur die Abgeordnetenfinanzierung durch den Staat muss weg, sondern also es muss wieder ehrenamtlich sein, am Gemeinwesen mitzuwirken. Und nicht für sich schon wirtschaftlich interessant, dann, aber das ist nur ein Punkt, vor allem auch die staatliche Parteifinanzierung muss fort. Also die Parteien kriegen von unser aller Steuergeld Millionen. Jedes Jahr. Und machen daraus ja nichts, wenn man sich mal überlegt. Also doch, sie züchten ihre Bonzen hoch, also zumindest die AfD macht unserer Ansicht nach ein bisschen zu wenig aus dem Geld. In Sachsen hat die AfD 10 Millionen zur Verfügung. Also. Wir haben nicht mal einen Bruchteil von einer. Richtig, aber das ist dafür ehrlich erworben. Also nichts davon ist aus Steuergeldern, was wir haben. Nichts davon, kein Pfennig. Und das sollte so sein generell. Also wer was bewegen möchte, der soll sich zusammenschließen in Vereinen, in Clubs. Meinetwegen soll das Ding auch Partei heißen, auch wenn der Begriff meinetwegen nicht mehr schön ist. Wir sind ja dafür, nicht die Parteien zu verbieten, wir sind generell nicht für Verbote, wir sind aber dafür, dass Parteien überflüssig werden, dass die keine Privilegien mehr genießen. Schlussendlich ist es ja das, was man da draus gemacht hat. Eine Partei ist ja per se nichts Schlechtes, um es mal so zu sagen, sondern das, was da draus gemacht wird. Eine GmbH ist ja auch nichts Schlechtes oder eine UG, sondern eventuell nur das, was da draus gemacht wird. Es gibt auch betrügerische GmbHs, ja. Aber deswegen ist GmbH nichts Schlimmes, weil es gibt auch gute GmbHs. Und hier ist es ja quasi genau dasselbe. Es gibt ja auch gute Vereine und schlechte Vereine oder wie auch immer, nicht? Also, gute Vereine, schlechte Parteien. Ja. Aber durch diese Privilegien, die der Staat oder die Parteien an der Macht sich selber eingeräumt haben, ist es natürlich
Wie in Sachsen zum Beispiel. In Sachsen darf man zur Landtagswahl nur antreten, wenn man eine Partei ist. Warum dürfen sich nicht 20 Bürger finden, die sagen, wir stellen hier zusammen eine Liste und wenn der Großteil der Sachsen sagt, nur den 20 Leuten traue ich das zu, wäre super. Geht zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt kann ein Verein zur Wahl antreten. Kann auch ein überhaupt nicht Verein, also einfach eine Gruppe Leute kann ein Bündnis gründen und zur Wahl antreten. Das geht in Sachsen schon mal nicht, geht auch auf Bundesebene nicht. Und das ist schon mal Mist. Aber das Schlimmste ist dieses staatliche Geld für die Parteien. Also staatliches Geld klingt immer so. Unser Steuergeld, was man uns klaut und da in Riesenhöhe ein Parteiensystem hinterher schmeißt. Das kritisieren wir, das muss weg. Und vielleicht unterscheidet uns das ja von allen anderen Parteien. Wir fordern wir streben unsere eigene Auflösung an. Wir möchten, dass Parteien überflüssig werden. Und ja, das ist ein schönes Ziel eigentlich. Ja, und vor allem muss man ja wirklich klar sagen, wenn die Parteien nicht mehr diese unendlichen Finanzierungsmöglichkeiten vom Staat bekommen, kann der Staat zum einen das Geld für sinnvolle Dinge investieren. Oder es den Leuten lassen. Oder es den Leuten lassen. Gar nicht erst wegnehmen, das wäre das Sinnvollste. Und das, was er den Leuten wegnimmt, kann er dann sinnvoller einsetzen. Also da gibt es genügend Sachen, die, denke ich, wichtiger wäre als ein großer CDU, AfD, FDP, SPD-Apparat. Ja. Und wenn der Staat das Geld sinnvoll einsetzt, dann müssen wir auch nicht, wie uns hier im Dossier nochmal zum Schluss vorgeworfen wird, wir würden gerade inflationär die sächsischen Polizisten als Milizen und Söldner bezeichnen. Das ist aber so pauschal nicht richtig. Denn was ist ein Polizist im eigentlichen Sinne? Das ist ein Mann, der ist hier in der Nachbarschaft, der zieht tagsüber seine Uniform an, der geht Rechtsverstößen nach, Gesetzesverstößen, sorgt im gewissen Sinne für Ordnung und Sicherheit. Und das ist auch wichtig. Das soll es auch geben. Und noch besser ist, wenn das private Zusammenschlüsse machen. Aber gut, mag ein Polizist auch staatlich sein, erstmal noch. Und das ist aber jemand, den kennt man. Den trifft man, wenn man mit den Kindern in den Zoo geht, mit seinen Kindern. Dem vertraut man. So war das früher. Zu den DDR-Zeiten gab es ein ABV, den kannte man, war gar nicht so schlecht, das System. Nicht das DDR-System, sondern das Prinzip ABV. Also man hatte einen vor Ort, den man kannte, da wusste man auch, und wer das ist, was der macht. Und der konnte einen nicht heimlich bespitzeln, schon deswegen nicht, weil man ihn halt kannte. Und ja, er musste sich ja auch verantworten. Er wollte ja nicht ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft, indem er auf Demos Rentner verprügelt. Und was die hier machen, ist irgendwelche jungen Kerle, die kaserniert bei der Bereitschaftspolizei sind, heiß machen und dann auf Demonstranten loslassen. Und das ist Miliz, das ist nicht mehr Polizei. Das sind bewaffnete, quasi leicht bewaffnete Militäreinheiten mit dem Ziel, gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Und noch besser, die werden ja von woanders meistens hergeholt. Hat einfach den Hintergrund, dass natürlich jemand, mit dem man sich verwachsen fühlt. Richtig, da ist eben nicht Onkel Paul dabei. Der hat dich wahrscheinlich nicht verprügelt, weil er zur nächsten Familienfeier wieder eingeladen werden will. Sondern es ist der Unbekannte von irgendwoher. Mit irgendeinem niedersächsischen Wappen auf dem Arm. Und dem ist das ganz egal, wer du bist und was du machst. Er sieht dich eh nie wieder. Der hat den Auftrag, für die Demo zu verhindern oder den Spaziergang aufzulösen. Und dann werden eben Opas verprügelt. Punkt. Das ist dem egal. Und das ist nicht mehr Polizei, das ist Miliz. Und das werden wir auch weiter so nennen. Da kann also das auch da dem Dossier, wo uns gefallen oder nicht, wir werden uns durch solche Befindlichkeiten nicht davon abhalten lassen, die Wahrheit zu sagen. Also kann man quasi abschließend heute sagen, Logo wird nicht so einfach, dass er uns das verbieten kann. Er kauft schnell noch beim Sachsenverband alle schönen Dinge mit dem schönen Lappen drauf. Ja. Wer weiß, ob es in einem halben Jahr noch geht. Und ja, ganz wichtig natürlich, wir brauchen neue Technik. Bitte kauft im Sachsenversand.shop. Das Dossier ist uns egal. Das wir haben es halt übertrieben mit der Werbung. Ich sehe es ein. Ist okay, machen wir beim nächsten Mal wieder nicht mehr. Das Dossier ist auch gut, lest es durch, da steht drinne. Wir packen den Link mit da stehen viele Raumarten drinne.
Und man kann so ist auch so ein Verfassungsschutzbericht für Einsteiger. Wer noch nie einen Verfassungsschutzbericht gelesen hat, der sieht ungefähr so mal im Kleinen, so ist so ein Ding aufgebaut und wahrscheinlich auch aus der gleichen Hand geschrieben. Quasi ist die AfD der kleine Staat. Der kleine Verfassungsschutz. Der kleine Verfassungsschutz, der kleine Bruder. Das ist wie mit Russland und Ukraine, aber das geht ja schon wieder zu weit. Ja, die Brüder, die prügeln sich gerade. Dann ansonsten machen wir eine eigene Sendung. Wir haben ja unter unseren Mitgliedern im Erzgebirge auch einen ausgewiesenen Experten für Ukraine- und Russlandfragen. Den werden wir in einer der nächsten Sendungen mal ansonsten einladen. Noch ganz, ganz wichtig: nicht nachlassen beim Spazieren, das ist gesund für alle Beteiligten. Auf der Straße. Montags wird spaziert. Nicht persönlich wieder irgendwo in Ostsachsen. Lasst euch zu nichts nötigen, lasst euch nicht impfen, wenn ihr das nicht möchtet, weil es zeigt am Ende, hartnäckig bleiben zahlt sich aus. Wer kämpft, kann gewinnen. Genau. Schönen Abend noch. Tschüss.